So, die PlayStation läuft jetzt circa 8 Stunden im Dauerbetrieb. Und da Spielvorlast. Wir machen mal einen neuen Test. Wir sind bei 30,6 Grad. Seitlich sind wir bei 27 Grad. Ich habe vor einer Stunde mal gemessen und da war die sogar vorne bei 27 Grad im unteren Bereich. Also weniger sogar als am Anfang. Ja, ist Wahnsinn, also ist gleichbleibend. Und der Lüfter von der PlayStation läuft, hat sich aber bis jetzt noch nicht auf der höchsten Stufe eingeschaltet. Brauchst du wahrscheinlich nicht. Also ich muss schon sagen, genial. Ja, das ist Grand Theft Auto 4. Ja, das war noch mal ein ganz kurzer Zwischenreport zu der X-Slim. Ach so, noch mal ganz kurz die Daten, ja. Vielleicht kann man das ja hier erkennen. Ich halte das mal, ne, das ist. Also der Lüfter von dem Cooler Master Notpal, der läuft auf 1400 Umdrehungen. Geräuschentwicklung ca. 21 dB. Ja, 5 Volt Anschluss, USB. 1,9 Watt Verbrauch. Und so weiter und so fort. So sieht die Geschichte aus. So, dann schauen wir mal, wie es weiterläuft. Wenn sich was ändern sollte, werde ich das nochmal posten auf jeden Fall. Also schon genial. Schon echt genial. War konstant. Jetzt bei 30 Grad, 30,2. Mal sehen hier an der Seite. Da sind wir bei 28,7. Die Blaze selber 32. Oben ist er am wärmsten. Da oben auf dem Gehäuse zeigt sie 40 Grad an. Da wo sie am wärmsten ist. Hier oben, ja. In dem Bereich. Oh, das ist okay, denke ich mal. Ja, wie gesagt, wenn sich was ändern sollte, poste ich das nochmal.